Die nächste Rednerin kommt ebenfalls aus der Unionsfraktion, plädiert aber für die Widerspruchslösung. Und das ist Katja Leikert, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, jeder hat heute seine ganz eigene Motivation, in dieser Debatte zu sprechen. Ich war Berichterstatterin zu dem Thema Organspende in der letzten Legislatur. Ich habe mir das alles ganz genau angeguckt. Ich war in den Krankenhäusern, Dialysezentren, ich habe mit den Betroffenen gesprochen, in der Charité in Frankfurt, auf der Herzinsuffizienzstation in Hamburg, dramatische Krankheitsverläufe erlebt. Ich war auf vielen Fachkongressen, habe unzählige Gespräche geführt mit Transplantationsärzten. Ich habe die Diskussion hier im Deutschen Bundestag verfolgt, als wir über das Thema Hirntod mit dem Ethikrat debattiert haben. Und wir haben auch bisher einiges zusammen erreicht. Ich bin stolz darauf, dass wir im Sommer 2016 das Transplantationsregistergesetz eingeführt haben. Das erste Mal, dass systematisch wirklich Spenden auch erfasst werden und die Forschungslage damit zu verbessern. Weitere wichtige Maßnahmen hat unser Gesundheitsminister Jens Spahn in dieser Legislatur auf den Weg gebracht, vor allem die Änderung des Transplantationsgesetzes. Von einer besseren Vergütung bis zu besseren Strukturen in den Krankenhäusern. Dazu gehört auch die Freistellung der Transplantationsbeauftragten. Und jeder, der sich mit dem Thema intensiv beschäftigt hat, weiß, das wurde ja jetzt auch hier schon öfter gesagt, der Schlüssel liegt in den Krankenhäusern. Und deshalb ist es richtig und wichtig, war es wichtig, dass wir die Ärzte besser unterstützen bei diesem schwierigen Thema, das so überhaupt nicht in den Ablauf eines Krankenhausalltags passt. Eine multiple Organentnahme ist extrem aufwendig. Und jeder von uns weiß, das alles sind sehr wichtige Maßnahmen. Aber es reicht eben nicht aus. Und die Diskussion, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir an dieser Stelle ehrlich hier führen. Vielfach verlassen wir uns darauf, dass unsere europäischen Nachbarn uns über Eurotransplant mit den notwendigen Organen versorgen. Wir sind faktisch das Schlusslicht in Europa mit Blick auf die Spendenbereitschaft. Und wenn wir dann einmal schauen, was die anderen EU-Länder anders machen als wir, dann stellen wir fest, dass in 20 Ländern von 28 EU-Staaten die Widerspruchslösung gilt. Die wenigsten hier in diesem Raum können einen Hirntod diagnostizieren oder eine Organentnahme durchführen. Alles, was wir hier leisten können als Abgeordnete, ist das System so effizient zu organisieren, dass wir wirklich alles tun, um die Patienten bestmöglich zu versorgen. Und genau das ist meine Motivation, mich für die Widerspruchslösung einzusetzen. Und neben der guten Ausstattung für die Krankenhäuser, da sind wir uns ja alle darin einig, gehört eine umfassende Erfassung aller potenziellen Spender nun mal dazu. Und ich sage es ganz deutlich, der Organspendeausweis ist weder in seiner Form, das ist auch ganz egal, ob der jetzt von Papier in Plastik auch endlich vorliegt, noch zeitgemäß, noch ist er eine ordentliche Dokumentation des Spenderwillens. 7 Jahre nach Einführung der Entscheidungslösung gibt es eine ganz klare Bilanz. Georg Nüßlein hat auch darauf hingewiesen, eine Verringerung der Patientenzahl auf der Warteliste wurde nicht erreicht. Und jetzt können wir uns philosophisch lange darüber hier unterhalten, Widerspruchslösung ja oder nein. Ich fand auch die Worte von Karl Lauterbach gut, das Ganze auch nicht ethisch, dass wir uns hier ethisch unterscheiden an der Stelle. Die Frage ist nur, ob der Staat so etwas darf oder nicht, so ein Register zu führen. Und ich sage an dieser Stelle ja. Man kann im Sinne der Solidarität Mitbürgerinnen und Mitbürger eine Entscheidung abverlangen. Und, liebe Karin, es bleibt eine freiwillige Entscheidung am Ende des Tages, ob ich Spender sein möchte oder nicht. Ich kann 24 Stunden, 7 Tage die Woche widersprechen. Und ich sage es auch ganz offen hier abschließend, das andere Modell einer freiwilligen Registrierung
alle 10 Jahre beim Besuch im Bürgeramt fällt wieder hinter den Anspruch einer umfassenden Registrierung zurück. Die Menschen wollen, dass wir hier Gesetze machen, die nicht nach 2 Jahren evaluiert werden. Wir stellen wieder fest, dass nachgebessert werden muss, und wir gehen in die nächste Schleife. Die Menschen wollen, dass wir hier Entscheidungen treffen, die einfach mal schnell wirksam sind. Ich möchte den Menschen, die auf ein Organ warten, Mut machen und würde mich sehr freuen, wenn heute ein Signal aus diesem Hohen Haus ausgeht, dass sich wirklich etwas ändert. Herzlichen Dank. Thank you.